Wirklich fragen, von wem das Auto Das hat ist? der ohne Rucksack und nur mit dem Bart. Ist ihr Auto? Ja. Aber ein schöner Hey, Bart. was machst du da? Auto jetzt wieder ganz? Ich kann nur sagen. Ich hoffe. Doch schön, meine Frage, die Herrschaften. Dass das mit den Unfällen zumindest stimmt. Ach, Hallo. ich bin ganz frisch auf dem Start. Fragen, ich hatte mein Auto gekauft und wo ich das jetzt genau finde, wenn die Garage meine Garage nicht. Ich bin doch nochmal. Meine Garage nicht. Und da ist das Auto nicht, ne? Wo ich das finde? In der Kann Garage, diesen normalerweise. RC-Mitarbeiter nicht so Ist richtig irgendwo ernst einer? nehmen, ne? Ja, am Marktplatz. Also ich finde. Ah, danke euch. Schönen Tag noch. Ich Bist jetzt danke. nicht unbedingt für Tschüss. den Server, ne? Tschüss. Ich sehe schon, der RC scheint hier sehr professionell zu sein. Ja. 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 RC. Er ist extra weitergefahren. Können Sie noch mal aufschließen? Ihr Herr. sagt sein Ernst. Und Hallo. was lachen Sie? Das ist sehr unprofessionell. Geben Sie mir mal Ihr Ausweis, dass Ich ich mal Ihr finde die Escort sehen kann. Professionalität in Person. Geben Sie mal bitte Ihr Ausweis. Hallo. Das muss ich erstmal Ihrem Vorgesetzten erzählen. Hallo. Was gibt's denn hier für ein Problem? Er ist total unprofessionell. Warum denn? Er lacht mich Gelacht. aus. Ja, lacht mich aus, weil die Medics vorbeifahren, obwohl wir einen Medic Hört benötigen. sie, kommen sie. Ich sehe, das scheint zu interessieren. Sieh zu, dass du runterkommst, ja. Irgendwie eine Streife Wie oder ist der so. dort hochgehumpelt? Ja, manchmal. Also gesund sieht anders aus. Alles okay bei Ihnen? Das sieht nicht Ja, gesund aus, warum denn? also nicht. Sorry. Sieh zu. Manuel, okay, verstanden, kommen. Der Herr! Komm Der Herr! runter. Ja. Hallo. Komm runter. Dürfte ich fragen, wie alt Sie Komm sind? runter. Alt, eindeutig 12. Sie sind bestimmt noch Eindeutig. nicht 18, oder? Eindeutig 12. Der darf noch nicht mal Auto fahren. Also, das Auto wird jetzt abgeschleppt und Sie dürfen ja noch kein Auto fahren, der Herr. Hallo. Deswegen brauchst du auch nicht direkt so rumzuschreien, ne? Also 19. Wie alt sind Sie? Ja? Wie alt sind Sie? 18. Nicht Was? 12? Ganz bestimmt nicht. Oder 3? Muss man hier auch was essen und was trinken? Positiv. Nein. Sonst könnte es sein, dass sie da wie der Erzähler da liegen und einfach mal nichts Sorry, darf machen. ich mal kurz deine Schulter benutzen? Ja. Bam. Aua, das Hat tut der weh. tut mir leid, aber ich musste mal meinen Kopf stoßen, ey. Das war nicht zu fassen, was er gefragt hat, ey. Ein paar Sekunden später. Haben Sie Autismus oder was? Alte. Besitzen Sie einen Fidget Spinner? Essen Sie überhaupt? Hallo. Vielleicht ist er ein Roboter. Man weiß es Ich nicht. kann nichts trinken. Ja, das möchte ich Ihnen Ich ja hab's schon gerade gesagt. erklären. Mund aufmachen, Sie Flasche werden öffnen und den Mund Drücken Sie mal trinken. Ihren I-Muskel. Ja. Meine Güte. Haben Sie da Wasser oder irgendwas anderes Trinkenmäßiges dabei? Ja. Dann drücken Sie mal mit Ihrem linken Finger doppelt da drauf. Hallo. Was Linges über was? Verdammte Scheiße mit der linken Maustaste. Gott. Servus. Die Leitstelle von der 89, bitte kommen. Ich bin wieder Boah. raus. Funktioniert es jetzt? Können wir.
Können Sie einen PKW-Abschlepper am Julian? Sie trinken wahrscheinlich tausende von Wasserflaschen. Ja, ja, bemerkt nicht, dass es einfach einfach. Nicht, wenn dann müssen Sie schon leider funken, wenn Sie schon so einen auf Spezi machen. Schreien Sie doch nicht. So. Also, okay, ist mein Fahrzeug jetzt wieder ganz. Vielen Dank, 89 Ende. Ihr Fahrzeug wird abgeschleppt, da Sie unter 18 Jahre sind. Diese Liebe auf dieser Insel. Repariert, auch wenn vielleicht nichts kaputt war. Wenn Sie jetzt wegfahren, ne? Das sollten Sie nicht tun. Sie machen es, sie machen Boom. Erstmal Reifen ab. Ah, wie soll das, ne? Er kann doch nicht fahren. Hat jemand bei der Prüfung nicht aufgepasst? Kommst du da jetzt endlich mal runter? Egal. Das sieht geil aus, weißt du? Bringen Sie! Nein, das soll er nicht tun. Bringen! Runterkommen! Bringen! Los! Los! Ich fange sie auf! Erlösen Sie sich! Hallo! Ich fange sie auf! Fang sie auf! Das dürfen Sie wirklich nicht. Wie weit? Entschuldigung. Achtung, machen Sie denn da gerade? Savina! Ich glaube, die Batterie ist leer. Ich gerät vielleicht ein Sanitäter, weil ich wurde vorhin mit einem Reifen aus Versehen zusammengeschlagen. Ich habe meinen ganzen Blut verloren. Nein! Komm da runter! Komm okay. Nika! Bleib da stehen! Mach Motor aus, bitte! Mach mal Motor aus! Epa, bitte da stehen! Motor aus, bitte! Warum willst du das jetzt schon wieder tun? Ja, also gerade hier nicht, oder? Du bleibst jetzt da oben. Na? Oh, ich meine gerade hier nicht. Also, ja, dann müssen sie nochmal. Eine fucking Frau steht hier unten. Willst du dich wirklich jetzt in den Tod schmeißen, du Otto, oder was? Ich bin doch nicht seine Frau. Warte, noch nicht? Ich komm hoch, ich schub dich. Ja, Junge, das versuche ich dir die ganze Zeit zu erklären, du Otto! Warum bin ich dir die ganze Zeit hinterher gelaufen? Was so ein Zigeuner. Okay, warte, ich komm runter. Lebt er noch? Ja. Oh mein Gott. Nein! Wissen Sie überhaupt, was gerade passiert ist, bevor Sie oh mein Gott schreien? Meine Güte, da will man wen vom Haus schubsen, dann springt er freiwillig. Ich glaub's ja nicht. Er ist hier erschossen. Ich dich auch. Kommt der verdammte Mann, Scheiße, was war jetzt schon wieder? Junge, das ist schon das zweite Mal, dass dir das passiert. Ich wollte mal runtergehen, das gibt's doch nicht. Hallo. Sag, das ist schon das zweite Mal. Oh. Übrigens, Andi, 20 Knicklichter auf dein Audi geworfen. Ja, ich weiß, sieht geil aus, deswegen hab ich den da stehen gelassen. Wissen Sie, warte, ich kann ihn hochheben, wenn Sie wollen. Warum wollte eigentlich der RRC-Ler hier ihn vom Dach schubsen? Die Anisadisten sind, das war RRC schon immer. Weil ich ihn dann mit dem Seil wieder hochgezogen hätte, und dann hätte ich gesagt, es ist nichts passiert. Ach so macht man das heutzutage. Aha. Wenn jemand das Seil kappen. Jemanden ermorden wollen? Auch mit Klärungsbedarf. Was soll das dort werden? Du wolltest mir was erklären. Eben, wo ich mit dir reden wollte, so machen sie sich aber keine Freunde hier auf der Insel. Oh mein Gott, der geht durchgehend auf, egal was. Bleiben Sie stehen, sonst schieße ich den Maschinen ab. Nee, du darfst auch nicht machen. Das war nur ein Witz. Leider. Hab ich mal bei den Medics gemacht mit dem Typen, der jetzt die ganze Zeit ins Auto gefahren ist. Dann war er auf einmal in Sarkovo. Kann man auch wegmachen eigentlich, oder nicht? Die ganze Zeit war eigentlich, ich hab mit ihr geredet, hab mit ihr geschrieben. Warte, Achtung. Ich hab geflippt. Achtung, weg von mir. Dann will ich mit dir reden und es dir sagen, auch wenn ich mir dafür eine Kugel einfange. Ja. Nein, wenn sie nicht auf die Kugel gehen will, dann lässt du es. Was wird das? Was machen sie? Hallo, sind sie der Herr Fuchsblitz? Was willst du mir sagen? Positiv? Gut, da haben wir den Namen von dem. Von wem? Nicht von ihm. Von den da hinten. Ja, voll weg gerade. Aber sie kennen jetzt meinen Namen und ich kenne nicht seinen. Ich glaube, so haben die Dinger rein. Ich kenne den nicht. Egal. Okay.
hab versucht, einen Namen daraus zu schreiben, das hat nicht funktioniert. Ja. Das sah eher aus wie ein Y statt ein X. Ja, ist das der Sprungfehler? Mit Ihnen passiert. Ist das der Sprungfehler an Opa? Ja. Also, meine Damen und Herren, so leid es mir tut, ne? Ich glaube wirklich, meine Zukunft wird nicht bei Real Life RPG sein. Wenn ich sehe, der letzte RC, der mich hochgeholt hat, der war echt witzig. Aber, so wie hier geredet, auch mit den Jungen, auch der Junge sich jetzt voll total scheiße verhalten hat, aber auch davor. Nein. Ich glaube, die Frau war tatsächlich die einzige, die, wo ich sagen würde, die hat das halbwegs drauf. Der russische Dialekt, ja gut, das kann man mögen, das muss man nicht mögen, aber das war auch noch okay. Der Typ eigentlich auch, aber der RC jetzt, was hat mir bewiesen? Ach, ich glaube nicht. Ich werde Lala Land versuchen, ich werde das irgendwie hinkriegen. Ich bitte um euer Verständnis, dass es letztendlich Lala Land werden wird. Ja. Ich hoffe einfach, ihr habt Verständnis dafür und... Zum Abschluss nochmal, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder, dann wahrscheinlich auf Lala Land, wenn ich das irgendwann gebacken kriege, hinzubekommen. Bis dahin, Leute, denkt dran, ihr seid die Besten, kein anderer. Bis bald, euer Martin. Tschüss. Warte, wir fragen mal, was wollen wir ganz kurz? Oh Mann, ey. Unerwartet komisch. Du hättest noch eine Stunde. Hab's eilig. Ist der RC immer so unprofessionell, entschuldigen Sie? Nee, normalerweise nicht, aber bei denen ist gerade die Hölle los. Also wenn ich dort hinten sehe, da ist so beim Krankenhaus, sagen wir mal Hölle los, ja, in Anführungsstrichen. Da will ein Erzähler irgendwie vom Dach schubsen und ja, läuft. Die müssen viel zu tun haben, ja, doch. Jetzt kurz Kopf, sorry. Einsatz, entschuldige die Störung, ich wollte nur mal nachfragen. Schönen Abend. Ja, kein Problem, ebenso, danke. Es ist schwierig, wenn halt die Einheiten schon, sage ich mal, wo es drauf ankommt und befürchtet, das könnte ein Grund sein, warum vielleicht auch der Ruf von manchen Servern oder allgemein vom Spielmodus hier sehr auf den, ja, wie sage ich denn, runtergemacht wird. Ich habe so viele tolle Videos auf YouTube gesehen von RP an verschiedenen Servern und das ist wirklich egal. Gibt es ganz, ganz viele Server. Es gibt ja hunderte Server von Live-Servern. Und auf Lala Land, was ich bisher erlebt habe, die waren alle super freundlich, super locker, super entspannt, super gechillt. Und jetzt will ich aber gar nicht weiterschwärmen. Ich möchte mich entschuldigen nochmal für das Aus, Dominik, und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Denkt daran, ihr seid die Besten, kein anderer. Bis bald. Euer Martin. Tschüss.